Das Thema, die ich gegeben worden bin, Testimony, unser Leben als gesegnete Paar. Testimony of our life as a blessed couple. Der Josef hat einige Sachen angesprochen. Also wie er gesagt hat, ich musste dieses Buch schreiben. Irgendwie müssten wir uns zusammenkommen. Also das war, der Josef hat ausdrücklich gesagt, von Zeit unserer Segen, weil Geschichten kann man immer unendlich erzählen. Von vorher, von nachher, von damals, von jetzt und wann und ob. Wir sind beide als Katholiken aufgewachsen. Nur für mich hat es ganz was anderes bedeutet. Ich war sehr gläubig. Also jetzt gehe ich in die Vergangenheit. Also da wollte ich nur eben die Parallelen da aus unterstreichen. Und du denkst zu viel, ist mir auch öfters gesagt worden beim Aufwachsen. Und 75 bin ich auch in der Vereinigungskirche gekommen, auch in August. Aber einmal hat ein UNO-Soldat mir erzählt, also ein Security Guard, gesagt, dass Melbourne ganz durch die Mitte von der Erde, von Wien, auf der anderen Seite der Erde ist. Ganz auf der anderen Seite. Weiter kann man es nicht bringen. Also das wäre wirklich von zwei verschiedenen Erdteilen zusammengekommen sind. So, ihr musstet euch finden. Also er ist da. Dann gibt es noch eine andere Geschichte. Die Prinzipien waren mir sehr, sehr wichtig und für mich mit dieser Wahrheit, was ich erkannt habe, die Prinzipien, ich konnte es nicht leugnen, ich konnte ohne diese Wahrheit nicht leben, ich musste diesen Weg gehen. Ich war 2 Jahre in Amerika, bin zu Josef gekommen, weil wir waren schon gesegnet, wir haben gestern unsere 40. Segnungstag gefeiert und es war dann 86 und sind die meisten gesegnete Paare schon zusammengekommen in Australien und ich war sehr wichtig in Australien und mein Leiter wollte, dass mein Mann nach Australien kommt. Nur die 3 anderen ältesten Schwestern in Australien hatten schon ihre Männer nach Australien gebracht. Und als Reverend Park kam und mein Nationalleiter ihn gefragt hat, ja, die Lilly, sie macht Professors World Peace Academy, sie ist Sekretärin in dieser Partei, sie ist Vizepräsidentin in der Jugendpartei und sie ist Präsidentin von Solidarność in Canberra und sie ist Headquarters, also sie macht alles da und da und da und da und ich will noch ICF gründen, damit sie die Präsidentin von das auch ist und sollte die Josef nicht da nach Australien kommen. Und der hat mich dann gefragt, ich habe gesagt, mein Mann ist Österreicher. Und seine einzige Antwort zu meinem Nationalleiter war, Wien ist eine schöne Stadt. Wien ist eine schöne Stadt. Aber er hat gewusst, dass Wien in Österreich ist. Der Reverend Quark, also der war verantwortlich für die Missionare, der wusste ganz genau, die ganze Ostmission und alles, also der wusste ganz genau, was Österreich war und was Wien war. Wien ist ein schöner Staat. Und das hat mein Nationalleiter ein bisschen irritiert. 86 habe ich alle meine Verantwortlichkeiten zurückgelegt und mein Ticket für 3 Wochen gekauft nach Amerika, um mit Josef zu reden. Also der war nicht mehr in Österreich. Es wäre nicht mehr, dass ich nach Österreich komme und der ist ja nicht nach Australien gekommen. Trotz die Briefe, die nach New York und nach Korea und nach Österreich überall gegangen sind. Auch der Johann Hinterleitner hat so einen Brief bekommen von meinen Fans, die behauptet haben, ich bin so wichtig, der Josef muss unbedingt nach Australien kommen. Und als wir von Amerika zurückgekommen sind, nach der Segnung, und war unsere Wünsche immer noch nach Australien zu gehen, und haben wir dann ja auch 3-mal gefragt, um Erlaubnis, wir wollten nach Australien.
Und der Johann hat uns gesagt, der, der erinnert es nicht mehr. We don't send missionaries to Australia. Auf jeden Fall, da war ich schon schwanger und wir sind dann hier geblieben. Und irgendwann, also kurz danach, waren die, die Grenzen in, zu der Tschechei geöffnet und meine Verwandtschaft stammen alle aus der Tschechoslowakei. Und dann habe ich den Sinn gesehen, warum ich hier geblieben bin, weil dann konnten wir unsere Verwandten einladen und wir haben in Gaflenz 1990 nach der Geburt von Christoph ein Familientreffen organisiert, sind meine Verwandten von Australien, von Deutschland, von der Tschechoslowakei, mein Bruder, der studierte in Italien als Priester, mein anderer Bruder, der in Saudi-Arabien gearbeitet hat, ist mit seiner Frau gekommen und die zwei Schwestern von Josef sind von Waldviertel in Österreich gekommen und wir haben ein großes Familienfest gehabt und das war für die Verwandten in der Tschechoslowakei für viele das erste Mal, dass sie überhaupt außerhalb von Kommunismus gekommen sind und in Südwesten. Wir waren die Tor für ihnen in den Westen zu kommen. Also ich habe gesehen jetzt, also diese Woche sind einige Neffen, Nichten auf Urlaub jetzt in Österreich. Auf jeden Fall, das Thema will ich jetzt, Testimony, our life as a blessed couple. Als wir zuerst gesegnet worden sind, das erste, was Unterschied für mich war, da war ich tatsächlich in der Jugendpartei in Canberra und ich bin gefragt worden, Präsidentin zu werden. Nur ich habe mich Sorgen gemacht, wenn es rauskommt, dass ich Vereinigungskirchenmitglied bin und Nationalpartei, der fast wie der Freiheitliche hier wäre. Als Mooney als Präsidentin hat, habe ich gedacht, das tut die Partei kein nichts Gutes. Habe ich mich beraten lassen von den damaligen Präsidenten und ich bin zu ihm gegangen und habe es ihm gebeichtet meinerseits, dass wer ich wirklich bin und ob ich wirklich diese Rolle annehmen soll oder warum ich es nicht machen kann. Und seine Antwort war nur, also kannst du es oder nicht, willst du es oder nicht. Es war überhaupt kein Thema. Das ganze Grenze Vereinigungskirche war nur bei mir. Es war kein Thema für ihn. Ich hätte ruhig, also ich bin dann nur Vizepräsidentin geworden, aber ich war eh schon für die Solidarność verantwortlich in Canberra. Die Mitglieder dieser Organisation hatten Verwandten in Polen, die wohl Angst hatten, wenn sie zu öffentlich agieren, dass die der Bruder von die eine, dass der dann in Schwierigkeiten kommt, wenn sie diese öffentliche Rolle übernimmt. Und die haben mich gebeten, dass ich das übernehme, die ich dann gemacht habe. Bis ich dann eben 86 habe ich alle meine Verantwortlichkeiten niedergelegt. Ich war verantwortlich für die ganzen Finanzen für ganz Australien und für die Professors World Peace Academy und Centerleiter und eben all diese Sachen. Und da habe ich mein Ticket gekauft. Und in Neuseeland, dann hatten wir einen neuen Regionalleiter und der Regionalleiter hat gesagt, wenn du mit deinem Mann triffst und drauf kommst, dass du doch mehr Zeit brauchst, sag dem koreanischen Leiter, der soll mich anrufen, du hast mein Segen. Segnung ist wichtiger als jede Mission. Blessing is more important than any mission. Damals war es dann eben der Chung Hyun Park, der Regionalleiter war im Nordwesten in Amerika. Und das Erste, was er gemacht hat, als ich gelandet bin, der hat mich sofort der Centerleiter-Mission angeboten. Der wollte mich gleich Sisi-Leader machen, ja. Ich habe sofort abgelegt. Ich bin dann doch geblieben. Ich habe meine Tickets dann storniert, den Rückflug, und bin ich dann geblieben. Und dann waren wir für die Priestermission eingeteilt und ich habe Priesterpaare nach Korea geschickt. Wir haben dann 88 Familienleben in Amerika begonnen.
Und meine Eltern sind dann von Australien zu unserer Hochzeit gekommen. Und die Priester von verschiedensten Kirchen. Und meine Eltern haben gesagt, ja, ich verstehe nicht, wieso diese anderen Religionen, dass diese Priester zu deiner Hochzeit kommen. Das war für ihnen unverständlich. Die haben mich persönlich unterstützt. Meine Mutter war mal bei einem Elternworkshop. Sie hat keinen Unterschied gesehen von was sie in der katholischen Kirche kennt und was ich da gesagt habe, hat nur keinen Grund gesehen, warum hast du uns verlassen müssen, es können bei uns in der Kirche nebenan machen, auch können. Für meinen Vater war das ein bisschen rätselhaft. Ich habe ihm ein Prinzipienbuch gegeben, nachdem ich in die Kirche gekommen bin. Und es ist mir nachher bewusst worden, er hat nur den ersten Kapitel gelesen. Es war zu ihm, zu Airy Fairy, alles nicht wahr, zu Dreamy. Und der war verletzt, der hat eben in der Zeitung gelesen. Ich folge Reverend Moon und der Reverend Moon ist mein wahrer Vater. Und der hat sich betrogen gefühlt und das war schwierig. Ich denke, in unserem Leben als gesegnete Paar, die Kommunikation, Respekt, Vertrauen und Glaube waren sehr, sehr wichtig. Vor dem Matching, als ich den Formular ausfüllen musste und wen will ich haben, es war mir bewusst, ich will jemanden, der das wirklich glaubt an die Prinzipien, und nicht den Bedürfnis hat, nachher eben wegzugehen, weil es eben nicht mehr wahr ist oder der glaubt nicht mehr. Also diese Vertrauen, dieser Glaube war mir sehr, sehr wichtig. Als wir haben uns erstmals, ich habe gerade auf Facebook gepostet, wir haben uns erstmals getroffen, 3 Tage vor der Segnung. Wir sind vollgematcht geworden und 1,5 Jahre haben wir einander geschrieben. Und dann haben wir uns kennengelernt kurz vor der Segnung. Dann eben ist die Uzi zurück nach Österreich, ich nach Australien. Und 86 bin ich dann zu ihm nach Amerika gekommen. 88 haben wir dann geheiratet. Und aber ab 86, als ich gekommen bin, habe ich ihn begrüßt, Hände geschüttelt und gesagt, wie wichtig es mir ist, dass wir uns immer begrüßen, wenn wir das Haus verlassen, wenn wir ankommen. Weil ich habe gesehen, im Zentrum, in der Kirche, wo ich verantwortlich war, wie manchmal der Nationalleiter gekommen und gegangen ist und deine Frau wusste nicht mal, wo er ist. Der war am Telefon, schon im Auto, aber hat telefoniert mit der Nächsten und der Nächsten, wo immer der unterwegs war. Und als er gekommen ist und ich habe auf ihn gewartet, um ihm zu berichten, was alles da war, hatte er keine Zeit für mich, weil der war immer am Telefon mit den anderen, wo er hingegangen ist oder wo er gerade gekommen ist. Und das eigentliche Zeit miteinander war sehr schwierig. Und ich habe für mich ausgemacht mit Josef, als wir uns kennengelernt haben, also getroffen, dass wir kommunizieren, dass wir Touch-Base, ja, dass jeder weiß, wo bist du. Also ich gehe jetzt, ich bin schon da. Auch wenn es nur Hände schüttelt. Also ich kann mich noch erinnern in Eugene, in dieser Pioneer Church, wo der Young und Kim war, also das ganze Holzgebäude. Also wo wir in der Prayer Room getroffen haben und Hand geschüttelt haben und dann gebetet und am Abend, als wir dann in Seattle immer abends dann auf den Lake Windermere zum Beten gegangen sind und irgendwann hat der State Leader von Oregon, wo wir waren, gesagt, wir sollten das nicht tun, das ist, weil wir hatten noch kein Familienleben angefangen. Das war, wir waren immer am Abend spät beten und wir haben immer geredet und geredet und geredet. Und das war eben, für mich war diese Kommunikation sehr, sehr wichtig. Und eben beim Schreiben miteinander, das war auch sehr, sehr wichtig. Der hat in Deutsch geschrieben und ich habe in Englisch geschrieben. Und
das war eben 1,5 Jahre, so ist unsere Beziehung so gegangen. Und manchmal musste ich schon die Uschi, also die, eine deutsche Schwester, fragen, weil sein Handschrift verschwindet. Nicht unbedingt die Wörter, das Schrift, wir schreiben ganz anders in Amerika und in Australien. Also wir lernen nicht so zu schreiben, wie ihr hier handschriftlich schreibt. Und damals gab es keinen Computer und geschrieben haben wir auch nichts. Ne? Oder E-Mails oder WhatsApp. Auf jeden Fall, Kommunikation war für uns ein wichtiger, großer erster Schritt, wo wir uns diese Abkommen miteinander abgeschlossen haben, dass wir kommunizieren miteinander, dass wir sind ehrlich miteinander, dass wir vertrauen einander. Und ich habe gesehen, Gott hat mir wirklich jemanden gegeben, der diesen Glaube hat, dieses Vertrauen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich von Sydney weg nach Europa, eigentlich über, als ich gekommen bin, hat die eine Schwester gesagt, Gott hat dir was wirklich Spezielles vorbereitet. Gott hat für dich jemanden wirklich speziell vorbereitet. Und wenn ich denke, was Gott alles für uns tut, wenn wir uns selber unsere eigenen Bedingungen, unsere eigenen Vorbereitungen nicht schaffen, unsere Augen nicht öffnen, dann sehen wir diese Geschenke nicht einmal. Wie wichtig es ist, uns zu öffnen, zu vertrauen, die Grundlage zu schaffen, miteinander zu kommunizieren, damit Gott wirklich wirken kann und dass wir die Geschenke Gottes auch wirklich annehmen können. Wie Josef hat schon erwähnt, wir lesen Hondoke jeden Tag, beten jeden Tag, zweimal am Tag, auch wenn man die Mahlzeitgebete nicht dazu zählt. Und ich weiß, der Josef hat ein bisschen Überzeit gemacht, also ich weiß nicht, also es hat geheißen bei mir 10 Minuten und ich fürchte, die Zeit wäre schon um. Hauptsächlich würde ich sagen, diese Hondokay zusammen, die geteilte Familienwerte, das ehrlich miteinander kommunizieren. Da weiß ich, ich habe mich gesehnt, wirklich jemanden zu haben, wo ich sein darf, wo ich ehrlich kommunizieren kann. Und der Josef hat mich ziemlich von Anfang bedankt, dass ich offen und ehrlich war. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er sonst niemanden geöffnet hätte. Und da bin ich sehr dankbar dafür, für die letzten 40 Jahre, für unsere Segnungszeit, für die 1,5 Jahre davor, für unsere Eltern, für die wahren Eltern, für die Gemeinschaft, für die Möglichkeiten, für alles, was wir erlebt haben. Und dass er endlich ein Autor ist, also das freut mich so wahnsinnig, ich bin so stolz auf dich, Josef. Ich bin so froh und danke. Thank you.